Ja, ich möchte euch herzlich grüßen an diesem dritten Advent. Advent, Ankunft, wir warten. Und es ist schön, die Zeugnisse zu hören und zu wissen, dass wir begeistert sind von dem, auf den wir warten, der seinen Fuß auf diese Erde gestellt hat und der wiederkommen wird. Und ja, es ist einfach wunderbar zu wissen, wir warten auf jemand, der uns liebt. Wir warten auf jemand, der unserem Leben Sinn gibt. Jemand, der einfach Dinge verändern kann, so wie wir es vielleicht gar nicht erwartet haben. Und ich möchte heute Morgen uns mit hineinnehmen und möchte auch über zwei Menschen sprechen, die lebten auch im Advent. Die warteten nämlich auf das erste Kommen des Messias. Und zwar geht es um Zacharias und Elisabeth. Und das ist das Thema Advent mit Zacharias und Elisabeth. Das wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Ich möchte dazu zunächst einmal einige Verse lesen aus Lukas Kapitel 1, die Verse 5 bis 20. Da heißt es: Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war. Und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung des priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn und weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können, bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Es geht um die Ankunft von Jesus Christus im Advent. Die Erwartung auf ihn und seine Wiederkunft soll zu unserem Lebensstil werden. Er sagt, ich komme bald. Manche denken, Gott hat sich verspätet. Was bedeutet das eigentlich, bald? Bald sagt uns etwas über die Unmittelbarkeit seines Kommens. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber es wird unmittelbar sein. Wir werden überrascht sein. Und deswegen sollen wir immer vorbereitet sein auf sein Kommen. Deswegen soll es ein Lebensstil sein, weil niemand weiß, wann er kommen wird. Friedrich von Bodelschwingh hat gesagt, Advent und Weihnachten ist wie ein Schlüsselloch, durch das auf unserem dunklen Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt. Ein Schein aus der Heimat, wie durch ein Schlüsselloch, fällt auf unser Leben. Wir haben eben einige Zeugnisse gehört, was es bedeutet, wenn der Schein Gottes, der Schein aus der Heimat bei unserem Vater, wenn der auf unser Leben fällt, auf unsere Sorgen, auf unsere Probleme, dann erleben wir Veränderung, wir erleben Wunder, weil es ein Gott ist, der Wunder tut, an den wir glauben. Lasst uns heute näher betrachten, wie Zacharias und Elisabeth zu ihrer Zeit Advent erlebt haben, um unseren Glauben zu stärken und um uns Hoffnung zu vermitteln. Lukas deutet an, dass mit Jesus Christus eine entscheidende Wende in der Heilsgeschichte eingetreten ist. Und diese heilsgeschichtliche Wende entfaltet sich ganz konkret auch in der Weltgeschichte.
Die Heilsgeschichte Gottes geht einem Höhepunkt entgegen. Die Mitte seiner Geschichte mit dem Menschen, seine Heilsgeschichte. Jesus Christus sollte geboren werden. Darauf wartet man, auf den Messias, der in die Welt kommen sollte. Die Rettung der Menschheit, die Rettung von der Verlorenheit in ihrer Sünde. Ausschließlich Jesus Christus ist es, der den Frieden auf Erden bringt. Nicht der Kaiser von Rom, nicht Herodes, sondern Jesus Christus, der Messias, der kommen sollte, der Gesalbte, um Gottes Heil, um Gottes Güte zu verkörpern, sie greifbar zu machen für uns. Die Hirten, die haben es begriffen. Ja, versteht ihr, wenn wir was begriffen haben, wie die Kinder, die begreifen, indem sie es anfassen. Da kann man immer sagen, fass das nicht an. Kinder sehen mit den Augen, mit den Händen. Die wollen es anfassen, begreifen. Und das war möglich, weil Gott Mensch geworden ist. Sein Vorläufer und Wegbereiter ist Johannes der Täufer, der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Und dieses Ereignis wollen wir uns einmal näher anschauen, was in dieser Familie passiert ist, aus der Johannes der Täufer stammte. Die Benennung einer mächtigen, berühmten Persönlichkeit wie Herodes dient hier eigentlich nur zur Einordnung dieser Geschehnisse in die weltliche Geschichte. Aber der Fokus des Verfassers, des Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, sein Fokus gilt diesen biblischen Gestalten der göttlichen Heilsgeschichte, nämlich Zacharias und Elisabeth. Und auf die soll auch unser Fokus heute Morgen gerichtet sein. Der Priester Zacharias und seine Ehefrau Elisabeth gehörten zu wichtigen Priesterfamilien. Sie selbst trugen bedeutungsvolle Namen, die einen Hinweis sind auf die übernatürlichen Ereignisse, die dort in Jerusalem geschahen und von denen Lukas berichtet. Was heißt Zacharias eigentlich? Zacharias bedeutet der Herr gedachte. Elisabeth bedeutet Gottes Schwur und Johannes, der Herr ist gnädig. Gott in seiner Gnade, er gedenkt der Gebete derer, die ihn lieben und die ihm vertrauen. Und Gott steht zu seinem Wort. Er ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Haben wir heute Morgen schon mal gehört, aus Offenbarung 21. Wir dürfen ihm vertrauen. Als der endzeitliche Elia bahnt Johannes Gottes neuem Wirken auf Erden den Weg. Die Liebe und Gnade Gottes nehmen in Jesu Heilswirken neue Formen an. In dieser Art und Weise, ja, war Gott noch nie da gewesen, in menschlicher Gestalt. Im Alten Testament, da diente man nur dem Himmlischen, einem himmlischen Schatten. Das war nur eine Vorausdarstellung der Wirklichkeit, die unter Gottes Volk bekannt war. Aber Gott hatte etwas Größeres vor. Gott wollte ein Mensch werden. Das Anzünden des Räucherwerks im Heiligtum des Tempels, das war sozusagen ein Highlight im Leben eines Priesters. Also auf den das losfiel, der das mal machen durfte, der konnte sich glücklich schätzen, dass er in dieses Heiligtum hineingehen durfte und dort diesen Dienst verrichten. Somit war es eine große Ehre für den Zacharias, dass er dort hineingehen durfte. Und ich denke, es war kein Zufall. Gott hat das so gemacht, hat die Dinge so sich ereignen lassen, weil er es so geplant hat. Gott wollte die Gelegenheit nutzen, um Zacharias in seine Pläne einzuweihen. Und ich finde das toll, dass Gott auch uns in seine Pläne eingeweiht hat. Denn wir wissen, was Gott vorhat mit dieser Erde. Wir wissen nur die Zeitpunkte nicht. Ne? Können wir nicht so festmachen und sagen, das ist dann am so und so vielten, das passiert im Mai, das im Dezember des Jahres so und so. Nein, das wissen wir nicht. Aber die Zeichen der Zeit können wir erkennen. Und wir wissen, ja, dass sein Kommen näher ist als je zuvor. Gott möchte, dass Zacharias weiß, dass seine Gebete nicht umsonst gewesen sind. Und das sollen auch wir wissen, ja, dass unsere Gebete nicht umsonst sind. Gott hört unsere Gebete. Aber dennoch, wenn das nicht so geschieht, wie wir uns das vorgestellt haben, wird unser Glaube herausgefordert. Und das passiert auch hier mit Zacharias und Elisabeth. Advent hat etwas mit Glauben zu tun. Die Ankunft, die Rückkehr Jesu hat etwas zu tun mit dem Glauben.
Glaube im Advent. Aus biologischer Sicht ist Elisabeth inzwischen zu alt, um noch auf ein Kind zu hoffen. Deshalb ist es nicht menschliches Vermögen, was die Hindernisse hier aus dem Weg räumt, dass sie doch ein Kind bekommen soll, sondern der Berg, das Hindernis, das zwischen der Verheißung und der Erfüllung steht, wird von Gott selbst beseitigt. Das ist nicht menschliches Dazutun, sondern es ist Gott, der hier etwas tut, was menschlich unmöglich ist. Gott schafft aufs Todgeglaubten neues Leben. Es ist sein allmächtiges, sein schöpferisches Wort, das auch uns heute Hoffnung schenkt. Wie steht es mit meinem Glauben im Alltag, im Advent? Zacharias und Elisabeth lebten auch im Advent, denn die warteten ja auf den Messias. Und das Glaubensleben von Zacharias und Elisabeth war vorbildlich und authentisch, weil sie in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig wandelten, habe ich eben hier vorgelesen. Das heißt nicht, dass sie sündlos waren, dann hätten sie ja gar keinen Erlöser gebraucht. Aber es war ihnen wichtig, mit ihrem Leben Gott zu dienen und zu versuchen, nach Gottes Willen zu leben. Ihre innere Haltung und das äußere Leben stimmten überein. Das, was sie sagten und was sie lebten, ihre Frömmigkeit und ihre Hingabe standen im krassen Gegensatz zu der religiösen Elite ihrer Zeit, die nur ihre eigenen Interessen verfolgten und die Jesus feindlich gesinnt waren, als er auf dieser Erde war. Sicherlich haben Zacharias und Elisabeth eine tiefe, innige, persönliche Beziehung zu Gott gehabt und gepflegt und lebten in der Erwartung des kommenden Messias. Aber bei Zacharias und Elisabeth gab es noch eine verborgene Not, die ihr Leben überschattete. Ja, man könnte denken, alles wunderbar. Ja, wenn sie so hingegeben Gott liebten und ihm dienten, an ihn glaubten, wie konnte es da etwas geben, was ihr Leben überschattete? Ja, war es. Sie waren kinderlos. Das haben wir eben hier gelesen. Im fortgeschrittenen Alter konnte Elisabeth auch nicht mehr wie andere Frauen hoffen, dass sie die Mutter des Messias würde. Ja, da waren Frauen, die Frauen haben gedacht, dass sie den Messias das Leben schenken würden, ja, dass sie Messias zur Welt bringen würden. Aber Elisabeth hatte diese Hoffnung aufgegeben. Lukas schien es wichtig zu sein, hier in seinem Text aufzuzeigen, dass ihre Kinderlosigkeit nicht die Folge von Sünde war. Denn zu ihrer Zeit wurde Kinderlosigkeit als fehlender Segen, sogar als Strafe Gottes, von anderen angesehen. Und das wollte Lukas verhindern, in der Art und Weise, wie er Zacharias und Elisabeth schildert. Wir müssen uns vorstellen, dass Freunde und Verwandte wiederholt gefragt haben, ja, wie das so in der Realität dann ist. Sag mal, wann ist es denn bei euch endlich soweit? Wann kommt denn bei euch der Kindersegen? Eine Zeit lang konnten sie sagen, ach ja, wir wollen uns noch Zeit lassen und erstmal das Leben genießen zu zweit. Aber irgendwann passte das nicht mehr, als sie immer älter wurden. Da konnten sie das nicht mehr sagen. Wir wollen uns noch erst das Leben genießen. Wie muss das gewesen sein für Zacharias und Elisabeth? Fest steht, dass die beiden sich nicht verbittern ließen durch diese Not. Es zerstörte nicht ihr Vertrauen auf Gott und es hinderte sie auch nicht daran, ihm hingebungsvoll zu dienen. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist, wenn es in unserem Leben Enttäuschung gibt, ob wir uns nicht negativ beeinflussen lassen davon, dass die Dinge anders sind, wie wir sie uns wünschen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Ich denke, sie haben dieses Problem, diese Not an Gott abgegeben. Und ich denke, das ist immer das Beste, was wir machen können. Denn Gott ist größer als alle menschliche Logik. Das haben wir mit dem BAföG auch gesehen. Gott ist größer.
Und das ist ganz wichtig. Das haben hier Zacharias und Elisabeth auch gewusst. Sie haben es nur gewusst, sie haben es beherzt. Und das, dadurch wird noch deutlicher, dass Zacharias und Elisabeth ihren Blick nicht auf das Irdische gerichtet haben, sondern auf das Himmlische, auf Gott. Ihn wollten sie durch ihren Glauben ehren, unabhängig von der Situation. Vielleicht haben sie auch Trost und Hoffnung aus den Erlebnissen biblischer Gestalten vor ihrer Zeit geschöpft, denen es ähnlich gegangen ist wie Zacharias und Elisabeth. Die unfruchtbare und nun alt gewordene Elisabeth erinnert uns ja an biblische Gestalten, an Sarah, an Rebekka, an Rahel, an Hannah. Sie haben erfahren, dass Gott gegen alle natürlichen Möglichkeiten und menschlichen Enttäuschungen eingreifen kann. Gott schafft die Berge aus dem Weg, die uns trennen von der Einlösung der Verheißung. Vielleicht geht es dir ähnlich wie Zacharias und Elisabeth. Du dienst Gott in aller Treue und Hingabe viele Jahre, aber erlebst nicht zeitnah die Frucht, die du dir erträumt hast. Manches scheint dir vergeblich zu sein, aber auch Gottes Perspektive sieht alles ganz anders aus. Wichtig ist, dass wir geistlich wachsen, um bereit zu sein, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist, dass wir nicht aufgeben oder nach einem Schuldigen suchen, sondern dass wir das annehmen können, dass wir es abgeben an Jesus und ihm vertrauen. Weil Gottes Wege höher sind als unsere Wege. Seine Gedanken sind höher als unsere. Ja, Gott hat seine Pläne. Und er hat vielleicht einen anderen Zeitplan als wir. Aber wichtig ist, dass wir ihm in diesen Situationen vertrauen können, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das ausgemalt haben. Wenn er uns mit der Aufgabe betraut oder ein Vorhaben mit uns verwirklichen will, für die wir eine bestimmte Reife benötigen, ist es wichtig, dass wir diese Reife auch haben. Und manchmal können wir auch daran reifen, dass die Dinge anders laufen, als wir wollen oder wir uns sie vorgestellt haben. Und Gott will herausfinden, wie weit gehen wir, um ihm treu zu bleiben und ihn nicht zu verlassen. Leider bringen wir oftmals die Geduld nicht auf und geben auf. Wie für Zacharias und Elisabeth gibt es auch für dich noch die Erwartung an das Leben. Obwohl sie alt waren, durften sie noch etwas erwarten. Das sehen wir ja hier, ja? Gott hatte noch das Sahnehäubchen für ihr Leben. Das kam ja noch. Wir dürfen etwas erwarten von Gott in unserem Leben. Und die Frage ist diese Erwartung in unserem Leben präsent? Denken wir, wir haben schon alles mit Gott erlebt, es gibt nichts Besseres mehr, es gibt nichts Größeres mehr? Erwartung. Advent heißt Erwartung, Ankunft, ja, warten. Und wir sollten in der Erwartung leben, dass Gott uns noch mehr segnen kann, dass wir noch Größeres mit ihm erleben können. Advent hat etwas mit Überraschung zu tun. Glaubst du, dass du täglich noch Erwartungen an dein Leben mit Gott haben darfst? Er will dir in der Routine des Alltags begegnen. Das passierte ja hier. Ja? Gott begegnet uns in der Routine des Alltags. Wir verrichten einen Dienst. Das ist ja, was Zacharias tat. Er verrichtete einen Dienst. So wie die Priester. Für ihn war es ja was Besonderes. Da ist noch eine ganz andere Sache, wie er sich da gefühlt haben muss, als er in dieses Heiligtum hineinging, ja, um dort zu räuchern, in diese für ihn eigentlich fremde Umgebung. Er wusste wohl, was darin war, aber trotzdem, das war ein Raum, wo er vielleicht zum ersten Mal reingegangen ist. Gott im Alltag erleben, und das dürfen wir. Aber wir erleben Gott auch im Gottesdienst, nicht nur im Alltag. Der Tempel ist das Haus Gottes. Er ist der Ort, an dem Gott wohnt und man sich gerne versammelte. So war das damals, zu der Zeit von Zacharias und Elisabeth. Der Ort, wo man sich Gott nahte. Ja, wunderbar ist das heute, dass wir uns Gott überall nahen können. Zugleich aber zeigte sich im Tempel, in diesem Tempel auch die ganze Not des Menschen. Gott war nah und doch so fern.
weil man ja nicht einfach so Zugang hatte in dieses Heiligtum, in das Allerheiligste. Gott war da und doch war er so fern von dem Einzelnen. Die mächtige Tür am Eingang, dann der große Vorhang vor dem Allerheiligsten, trennte den Menschen von Gott. Und genau diese Trennung beabsichtigte Gott zu beseitigen. Und so kommt es zu dieser außergewöhnlichen Begegnung zwischen Gabriel und Zacharias, dort in diesem Heiligtum. Als Zacharias mit Sorgfalt seinen Dienst verrichtet. Und in der Ausübung dieser Routine, dieses jüdischen Rituals, dadurch spricht Gott die Stille, die in diesem Raum war. Denn er war ja ganz allein da, Zacharias. Ja, da muss man sich mal überlegen. Ja, ganz still da drin, in diesem Raum. Und plötzlich erscheint dieser Engel und durchbricht die Stille. So kann Gott auch Traditionen christlicher Kirchen und Gemeinden durchbrechen, um Menschen zu begegnen und sie ihren persönlichen Advent erleben lassen. Ja, sie verrichten einen Dienst dort, nach der Routine, irgendein Ritual. Und dann plötzlich redet Gott hinein in diese Stille. Im Moment größtmöglicher Nähe zwischen Gott und Mensch spricht Gott zu Zacharias durch einen Engel und nicht irgendeinen Engel, sondern durch den Engel Gabriel und gibt ihm eine wunderbare Botschaft. Das war wahrlich ein übernatürliches Ereignis, was dort geschah. Und er sagt, das Gebet um ein Kind ist erhört worden. Aber im weitesten Sinne nicht nur das Gebet für das Kind, sondern auch die Gebete für die messianische Erlösung Israels sind hiermit eingeschlossen. Denn das war ja Gottes Plan. Johannes sollte Jesus vorausgehen. Zacharias und Elisabeth werden einen Sohn bekommen. Und der Engel nennt hier den Namen des Kindes. Normalerweise war es das Vorrecht des Vaters, dem Kind einen Namen zu geben. Aber das macht hier in diesem Fall der Engel. Und das bringt die Souveränität Gottes zum Ausdruck. Gott hat dieses Kind für seinen Dienst erwählt und Gott gibt ihm auch den Namen. Sein Dienst wird es sein, die irrenden Menschen zurück zu Gott zu rufen und für die Annahme des Evangeliums im Zeitalter der Gnade vorzubereiten. Das Evangelium von Jesus Christus. Das Kind gehört von Anfang an Gott. Mit seinem ganzen Leben, mit allem, was dazugehört. Er ist schon von der Geburt an mit dem Heiligen Geist begabt und muss nicht erst zum Propheten berufen werden. Er ist schon berufen. Dem zweifelnden Einwand aufgrund menschlicher Logik, und das kommt jetzt, jetzt kommt dieser menschliche Einwand. Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann. Er zweifelt. Menschliche Logik stand hier im Weg. Aber diesen Zweifeln von Zacharias steht dieses machtvolle Ich bin Gabriel des Thronengel Gottes entgegen. Ich bin. Mose fragte, was soll ich den Leuten denn sagen, wer du bist? Ich bin, der ich bin. Ich bin da. Und weil ich da bin, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ihr braucht keine Zweifel zu haben an der Wiederkunft Jesu. Ich bin da. Das heißt ja nicht, dass Gott erst kommt und er ist nicht hier, versteht ihr? Er ist da. Ich bin, der ich bin. Aber dann, wenn er kommt, um uns zu holen, dann werden wir ihm noch näher sein als je zuvor und ihn sehen, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Ein guter Hinweis in dieser Situation ist, schaue nicht auf die Verhältnisse, sondern wende deinen Blick auf die Verheißung. Nicht auf die Verhältnisse, sondern auf die Verheißung, die Gott gegeben hat. Darauf kannst du gehen, wie Petrus auf dem Wasser. Und Jesus auf dem Wasser gegangen ist. Petrus ist ja nicht so lange gegangen. Aber zunächst mal schon. Schaue auf ihn. Entscheidend ist, dass Gabriel im Auftrag Gottes spricht.
der aus dem Nichts etwas ins Leben rufen kann. Bedenke, sein Wort hat die Macht, das zu bewirken, was es aussagt. Wenn Gott sagt, es werde Licht, dann wurde Licht. Ja, wenn Gott sagt, es werde, dann wird etwas. Und so ist es auch in deinem Leben. Wenn Gott in dein Leben hineinspricht, so wie Gabriel hineinsprang das Leben von Zacharias und Elisabeth, dann geschieht etwas. Und als der Engel zu Maria kam und ihr sagte, dass sie ein Kind bekommen wird, auch das hat sich so zugetragen, wie der Engel es gesagt hat. Wir dürfen Gott vertrauen. Du brauchst keine Zweifel zu haben. Zacharias erlebt, dass sich das Lebensprogramm, das in seinem Namen enthalten ist, sich erfüllt. Was bedeutete sein Name? Gott gedenkt. Gott hat seiner gedacht, seiner Gebete. Wenn Gott eines Menschen gedenkt, dann handelt er. Dann geschieht etwas. Dann kommt das Leben dieses Menschen wieder einige Schritte voran. Wir kommen in Bewegung. Dann bekommen wir wieder eine neue Perspektive für unser Leben. Und wir werden von Gott beschenkt. Die gute Nachricht erfüllt sich, trotz bestehender menschlicher Zweifel. Gott ist nicht daran gebunden, ob wir Zweifel haben oder nicht. Sein Wille geschieht. Und Zacharias sollte wissen, ja, dass er Gott vertrauen kann und dass er stumm war und nicht mehr sprechen kann, ist ein Zeichen seines Unglaubens, das aber hinweggenommen wird später, als er sich dazu bekennt, als die Verwandten fragen, wie soll das Kind denn heißen? Und seine Frau sagt Johannes und die sagen, es gibt doch gar keinen Johannes in der Verwandtschaft, warum soll denn Johannes heißen? Und sie fragen Zacharias und er schreibt auf ein Täfelchen, Johannes soll er heißen. Und da erhält er seine Stimme zurück. Als Zacharias dem Willen Gottes gehorsam ist, bekommt er seine Sprache wieder, die er dazu nutzt, um Gott zu loben. Diese wiedergeschenkte Fähigkeit. Sein Unglaube ist dem Glauben gewichen. Was hatte der Engel gesagt? Es wird dir zur Freude und zum Jubel sein. In Vers 14. Zur Freude und zum Jubel. Jesus ist auch uns zur Freude und zum Jubel. Und besonders im Advent, ja, wo wir darauf warten, ja, wo wir uns erinnern daran, er kommt wieder. Wir jubeln vor Freude. Der nach einer Zeit des Schweigens neu entfachte Glaube des Zacharias äußert sich im Bekenntnis. Er bekennt sich zu dem Gott, dem wir vertrauen dürfen. So wie er es erlebt hat. Ich denke, Zacharias hat eine neue Lektion gelernt in seinem Leben mit Gott. Eine Lektion, von der auch wir lernen dürfen, dass wir auch in unmöglichen Situationen, wenn alle menschliche Logik dagegen spricht, ihm vertrauen dürfen. Dass Gott es tun kann. Er kann. Advent und mein Glaube im Dialog mit Gott. Darum geht's. Zacharias stand im Dialog mit Gabriel, dem Engel, Thronengel Gottes. Er hat mit ihm gesprochen und das hat sein Leben verändert, der Dialog mit Gott. Wisst ihr, solange wir im Dialog mit Gott stehen, dann kann Gott hineinwirken in unser Leben. Er kann uns seine Pläne mitteilen. Er kann uns gebrauchen, seine Werke zu vollbringen auf dieser Erde. Nach der Zeit des Schweigens wird der Glaube des Zacharias neu entfacht. Sage nicht, ich bin zu alt oder ich bin zu jung, ich bin zu ungebildet oder zu arm. Das ist für Gott kein Hindernis. Wichtiger als dass ich Gott in meine Wünsche und Pläne einbaue, ist, dass ich Teil von Gottes großen Plänen bin. Und das sind wir. Sonst säßen wir heute Morgen gar nicht hier. Wenn wir nicht Teil von Gottes großen Plänen mit dieser Welt und mit dieser Menschheit sind. Gott liebt uns und hat einen Plan für uns. So wie er einen Plan hatte für Zacharias und Elisabeth.
Zacharias bleibt nicht sprachlos, weil er nun verstanden hat, Gott ist immer größer als meine Vorstellung. Und deshalb dürfen und sollen wir ihm vorbehaltlos vertrauen. Im Dialog mit Gott werde auch ich meinen Advent erleben. Erwartung. Was erwartest du von Gott? Ich denke, die Erwartung von Zacharias hätte noch viel größer sein können. Ja? Sie lebten in der Erwartung. In der Erwartung auf den Messias. Aber dass sie selber noch ein Kind bekommen würden, auf ihre alten Tage, das hat die Erwartung weit übertroffen. Vielleicht ist auch deine Erwartung viel zu klein. Vielleicht solltest du Größeres erwarten von Gott. Die Botschaft kommt endlich bei mir an. Und wenn sie bei mir angekommen ist, dann erbaut sie mich, dann begeistert sie mich. Gott hat meiner gedacht. Gott hat nicht nur des Zacharias Gebete gedacht, sondern er hat auch deiner Gebete gedacht. Und er will dich beschenken. Gott hat dich nicht vergessen, auch wenn du das vielleicht denkst. Es ist nicht so. Gott vergisst uns nie. Advent konkret erleben. Der Hamburger Theologe Johann Hinrich Wichern, der im 19. Jahrhundert lebte, gar nicht so weit von hier, ist der Erfinder des Adventskranzes. Er betreute sozial gefährdete Kinder, die aus den Hamburger Elendsvierteln stammten, in seinem Rettungshaus, dem Rauen Haus in Hamburg. Vielleicht wundert ihr euch, warum heißt das Raues Haus? Da ging es rau zu oder so, denkt man vielleicht. Aber der Mann, von dem er das gekauft hat, der hieß Rau. Wir hatten ja auch mal einen Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalen, der hieß Johannes Rau. Und weil er es von diesem Mann gekauft hat, der so hieß, nannte man das Raue Haus. Also nicht, weil es da so rau zuging. Das war nicht der Grund. In der kalten und dunklen Jahreszeit wollten die Waisenkinder wissen, wann ist denn endlich Weihnachten? Als Wichern darüber nachdachte, wie er den Kindern die Zeit bis Weihnachten fassbar machen konnte, hatte er eine Idee. Er baute aus einem alten Wagenrad einen Kranz, auf dem er 19 kleine rote Kerzen für Werktage und 4 große weiße Kerzen für die Adventssonntage befestigte. So konnten die Kinder vom 1. Dezember an bis Weihnachten die Tage abzählen. Jeden Tag wurde dann eine Kerze angezündet, sodass zuletzt alle 23 Kerzen Licht spendeten. In Wahrheit geht es um das herrliche Licht, das vom ewig himmlischen Licht in das Leben der Kinder und Erwachsenen fällt. Das Licht, das die tiefste Sehnsucht stillt und unser Leben nachhaltig verändert. Wie wäre es, wenn wir diesem Licht wie Johannes den Weg bereiten? Denn das ist, was Johannes gemacht hat. Er war der Wegbereiter, er war der Vorgänger. Er hat diesem Licht den Weg bereitet, das Licht, das in die Finsternis scheint und über die scheint, die im Finstern sitzen, damit ihnen ein Licht aufgeht. Und ich hoffe, dass uns heute Morgen allen ein Licht aufgegangen ist, dass wir lernen von dem, was Zacharias und Elisabeth mit Gott erlebt haben in ihrem Advent. Den Menschen soll das Licht aufsehen, damit in ihnen das Verlangen geweckt wird, endlich nach Hause zu kommen, in die Heimat, zu ihrem himmlischen Vater. Denn das ist unsere Berufung. Wie bei Zacharias wird in der Nähe Gottes auch für uns Advent konkret und schürt Erwartungen, auf die wir wahrlich hoffen dürfen und auch von ganzem Herzen sollen.